Diese türkise Farbe, absolut magisch. Eine Zahnradstrecke, die verzeiht dir nichts. Ein Wasserfall mit Bahnanschluss. Ein See und seine Zahnradbahn. Im Herzen der Zentralschweiz, in Nachbarschaft zu Thunersee und Interlaken, liegt am nordöstlichen Ufer des Brienzer Sees der Ausgangspunkt der Brienz-Rothornbahn. 7,6 Kilometer ist die Strecke lang. Fahrzeit eine Stunde. Höhendifferenz rund 1700 Meter. Früh am Morgen beginnt in Brienz täglich zwischen Mai und Oktober dieses Bahnschauspiel. Der erste Bergzug wird bereitgestellt, lange bevor die Fahrgäste eintreffen. Lok 15 ist heute als erste dran. Kurz zuvor stand sie noch im Depot, neben ihren ölgefeuerten Schwesterlokomotiven. Vier Zugmaschinen dieser neuen Generation und drei kohlegefeuerte Dampflokomotiven sind hier im aktiven Dienst das tägliche Erfolgsgeheimnis. Lokführer Lieni und Heizer Beat kümmern sich schon seit den frühen Morgenstunden um Lok 2. Sie ist die Grande Dame bei der Brienz-Rothornbahn. Die Lok ist beim Bahnbau bereits schon dabei gewesen, Baujahr 1891. Hat 230 PS, manchmal einen mehr und manchmal einen weniger. Und da baut immer ein bisschen auf den Lokführer drauf an. Und natürlich auf den Heizer. Beat Leuenberger sorgt für den ersten Funken im Feuerkessel. Bei einer kohlegefeuerten Dampflok besteht die Herausforderung immer im Team. Lokführer und Heizer kümmern sich um die ihnen zugeteilte Lok. Sie kennen ihre Maschine in- und auswendig. Hier im Depot und in der Werkstatt werden alle Arbeiten noch selbst erledigt. Im Winter wird geschraubt und im Sommer wird gefahren. Der dritte Mann im Team ist Zugbegleiter Martin Bieber. Er steht vorne am Wagen. Die Dampflok ist am Zugende. In der Steigung wird so der Wagen stets von der Lok gesichert. Diese Zugkomposition ist zu einer Sonderfahrt mit überraschendem Zwischenhalt unterwegs. So, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen auf Planalp. Wir sind hier auf der Mittelstation auf 1340 Metern Seehöhe. Ich bitte Sie, bei mir vorbeizukommen. Da kriegen Sie ein Stück Zahnstange. Das ist glücklicherweise nicht ganz so hart wie die richtige Zahnstange. Sie kriegen ein Getränk und eine Serviette. Mit dieser Serviette können Sie dann bei unserem Lokteam das Würstchen fassen. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Der Lokführer wird zum Koch, der Heizer zum Kellner und Lok 7 zum Dampfwürstli-Bummler.
Ursprünglich wurde der Topf auf der Lok eingebaut für die Schneeräumung im Frühjahr, damit die Mannschaft sich eine Suppe kochen konnte und damit eine warme Mahlzeit hat. Und wir machen das heute eigentlich so, dass wir jeden Mittwoch Würste kochen für unsere Gäste. Schneeräumung im Jahr 1934. Bis zu 70 Mann graben mit Hacke und Schaufel die Strecke aus meterhohem Lawinenschnee frei. Eine nicht ungefährliche Arbeit, aber die Voraussetzung für den Beginn jeder Fahrsaison. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Winter ist diese Hochgebirgsstrecke unpassierbar. Dann aber zwischen Juni und Oktober klettert die Zahnradbahn täglich und im Stundentakt dampfbetrieben dem Gipfel entgegen. Es ist Anfang Oktober. Auf über 1800 Meter Höhe hat es in der Nacht geschneit. Die Rothornbahn fährt in eine andere Jahreszeit. Endstation Rothorn-Kulm. In 2244 Meter Höhe. Ab hier geht es nur noch zu Fuß weiter, ins Berghaus oder bis zum Gipfel des Brienzer Rothorns. Die Schweizer Zentralalpen, allen voran Eiger, Mönch und Jungfrau, waren bereits zu Beginn des Alpentourismus en vogue. Schon lange vor dem Bau der Rothornbahn. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war Brienz lediglich eine Durchgangsstation. Die Brienzer haben natürlich gesehen, wie da die reichen Engländer vor allem zu dieser Zeit mit dem Zug angekommen sind. Und nach 5 Minuten fuhr das Schiff weg, der ganze Spuk war vorbei. Und die haben natürlich gewusst, dass das Brienz-Rothorn einer der schönsten Panoramapunkte ist im Berner Oberland und haben gefunden, ja, da sollte man doch eine Eisenbahn aufbauen. Nun war es, wie in vielen anderen Orten der Schweiz, auch in Brienz angekommen. Das Bergbahnfieber. An einem schönen Tag im Jahr 1890 sind hier 600 italienische Bauarbeiter in Brienz eingefahren. Die mussten natürlich sofort auf die Strecke, auf die verschiedenen Bauabschnitte verteilt werden, dass es keine Unruhe im Dorf gegeben hat. Und die haben dann in sage und schreibe 16 Monaten haben die ganze Bahn aus dem Fels gerissen. Das waren natürlich nicht irgendwelche Bauarbeiter, das waren natürlich Bahnspezialisten, die im ausgehenden 19. Jahrhundert von einer Bahnbaustelle zur nächsten gefahren sind und da die Bahn gebaut haben. Am 17. Juni 1892 wird die Brienz-Rothornbahn eröffnet. Dampfschiffe bringen nun Reisende aus Richtung Interlaken nach Brienz, das nun auch durchgehend an das Bahnnetz angeschlossen ist. In den frühen 1930er Jahren hat der Bergtourismus hier wieder Hochkonjunktur. Zwischen 1914 und 1931 war die Rothornbahn stillgelegt. Während dieser Zeit aber wurden viele Bergbahnen in der Schweiz elektrifiziert. Und so hat sie dampfbetrieben überlebt. Vertraut mit dem typischen Klang der Zahnradlokomotiven und mit Geschichten über den Ort am See ist
Henry Kehrli. Über Brienz sagt er, das ist mein Dorf. Hier sind meine Leute. Hier bin ich zu Hause. Obwohl er fast 30 Jahre lang in Kanada lebte, zog ihn das Heimweh nach Brienz zurück. Wo in der Brunnengasse das historische Zentrum liegt, mit Häusern aus Lärchenholz, die über 400 Jahre alt sind. Auf dem Bahnhofsvorplatz sitzt in einem Ruderboot Elisabetha Grossmann. Hier, wo die Zentralbahn nach Luzern und Interlaken fährt, richtet sie ihren Blick auf das gegenüberliegende Seeufer. Zu den Giesbach-Wasserfällen. Anfang des 19. Jahrhunderts kamen Ausflügler zu diesem romantischen Ort mit seinen dramatisch in die Tiefe stürzenden Wasserkaskaden. Dank dem Giesbach wurden wir immer bekannter mit dem Tourismus, haben jede Menge nette kleine Boote gebaut und von Brienz aus die Leute zum Giesbach hinübergerudert. Das war meistens eine Arbeit für gut aussehende junge Mädchen, die flotte Lieder singen konnten, währenddem sie die Gäste in den Giesbach begleiteten, dort verpflegten, am Abend wieder zurückbrachten. Und eine von ihnen, außergewöhnlich und charismatisch sei sie gewesen, ist die schöne Schifferin von Brienz, Elisabetha Grossmann. Ihr gegenüber liegt das Empfangsgebäude der Brienz-Rothornbahn. Original erhalten empfängt es im 21. Jahrhundert die Fahrgäste. Das Rothornbahn-Ticket verspricht eine Stunde Bergfahrt und eine Stunde Talfahrt. Rund 160.000 Fahrgäste konnte die Zahnradbahn im Jahr 2019 begrüßen. Neunmal am Tag verlässt ein Zug die Talstation. Die Dampflok sitzt bei der Bergfahrt immer am Zugende. Die Wagen werden bergauf geschoben. Oder, wie man in der Schweiz sagt, gestoßen. Lok 16 ist ein ölgefeuertes Kraftpaket auf 800 mm Schmalspurgleisen inklusive Zahnstange nach dem System Abt. Auf dem Führerstand liegt die Arbeit beim Lokführer alleine, denn bei der ölgefeuerten Dampflok hat man den Heizer eingespart. Der Blick auf die Strecke nach vorne ist von der Lok aus nicht möglich. Und so ist die Zugbegleiterin sozusagen das Auge des Lokführers. Sie steht auf der Plattform am vordersten Wagen. Bei dieser Fahrt ist es die Aufgabe von Stefanie Ebersold. Sie hat uns von einem Fuchs erzählt, der hier sein Stammplätzchen hat. Einfahrt in die Haltestelle Geldried. Hier wartet der Talzug. Geldried ist eine von insgesamt drei Zugkreuzungsstellen. Und der Blick wird flankiert von 3000er-Gipfeln. Bis dann der Planalp-Fluttunnel Stefanis ganze Aufmerksamkeit fordert. Sie leuchtet in den 290 Meter langen Tunnelschlund. Die Strecke ist frei. Sonst würde Lokführer Werner Jossi ein Notsignal von ihr bekommen. Ganze Aufmerksamkeit gilt nun diesem Felsenfenster mit einem schwindelerregenden Ausblick. Und diesen gibt es gleich ein zweites Mal. Mit Brienz am Seeufer und dem Mündungsgebiet der Aare. Musik.
Oberhalb der Steilwand der Mühlibachflur erstreckt sich die Planalp. Und wie die Farbe des Brienzer Sees ist auch dieser Ort magisch. Ein bisschen der Welt entrückt. Auf die Planalp gelangt man lediglich zu Fuß oder eben mit der Brienz-Rothornbahn. In 1341 Meter Höhe hat die Lok Verschnaufpause. Und die Fahrgäste können aus- und zusteigen. Planalp hieß früher Haustadt. Die Bauern hatten Sorge, das feuerspeiende Dampfrost könne Heu und Häuser in Brand stecken. Vornehme Herrschaften klettern ab 1892 nun mit Hilfe der Rothornbahn ins Hochgebirge. Auf der Planalp wurden die Dampfloks mit Wasser versorgt, mit frischem Quellwasser. Und das ist auch heute noch so. Bei uns macht das der Zugbegleiter, weil Lokführer und Heizer, die haben in dieser Zeit die Lokomotive zu pflegen. Müssen schauen, dass alles gut geschmiert ist, müssen kontrollieren, ob keine Lager heiß geworden sind. Und darum schauen sie zur Maschine. Und wir geben der Maschine zu trinken wieder genug Wasser, dass wir genug Power haben, um hochzukommen. Ab Planalp verläuft die Strecke nun oberhalb der Baumgrenze. Bis zum Rothorn dauert die Fahrt noch eine halbe Stunde. Bei Mittelstaffel führt die Strecke ganz unbemerkt über einen Damm. Hier stand einst eine Brücke. Die Fundamente sind noch übrig. Ausflugsbetrieb gegen Ende der 1950er Jahre. Lok 2 fährt über die Kürmatbrücke, eine Holzkonstruktion bei Mühlibach. Im Herbst wurde sie abgebaut und im Frühjahr wieder aufgebaut. Wegen der Lawinen. Die es hier regelmäßig gibt. Und ein Lawinenabgang im Winter 1941 wurde der zuvor gebauten Stahlbrücke zum Verhängnis. Im Krieg war Stahl Mangelware, Holz dagegen reichlich verfügbar. Oberhalb des heutigen Bahndamms erreicht die Brienz-Rothornbahn die Kürmatgalerie und den gleichnamigen Tunnel. Hier wechselt sie ihre Fahrtrichtung für die letzten Zahnstangenkilometer auf der Gebirgsetappe. Dann zeigt es sich, das Rothorn und die Endstation. Verschwindend klein. Gegenüber die Majestäten der Berner Alpen. Im Schoneck-Tunnel hallt der typische Klang der Rothornbahn-Lokomotive. Er entsteht durch Druckwechsel im Kolbenschieber. Sozusagen ein Überschallknall im Kleinen. Eiger, Mönch und Jungfrau. Die Mächtigen. Und der Magische. Er ist der Grand Seigneur auf dem Brienzer See, der Schaufelraddampfer Lötschberg. Zweimal am Tag legt er auf seinem Rundkurs in Brienz an. Er gehört zur Brienzer Seeflotte, die von der BLS AG, dem Eisenbahnverkehrsunternehmen, betrieben wird. Langsam vorwärts. Er ist der letzte Schaufelraddampfer, den die Maschinenfabrik Escher-Wies in Zürich gebaut hat.
Historisches Flair aus dem Jahr 1914. Nur 9 Tage lang brachte er seine Passagiere zum Gießbach oder nach Brienz zur Rothornbahn. Dann brach der Erste Weltkrieg aus. Der Schiffsverkehr wurde eingestellt. Original renoviert steht das Schiff heute unter Denkmalschutz. Die Dampferfreunde Thuner und Brienzer See hatten Spendengelder gesammelt, um dieses nautische Kleinod zu erhalten, dessen Herz im Schiffsbauch schlägt. Das ist dann schon so ein Tüpfchen auf mich, wenn man auch einen Raddampfer betätigen darf, als Steuern, in der Funktion auch als Kapitän. Es ist auch viel eine emotionalere Geschichte, als das Motorschiff zum Fahren. Das merkt man auch an den Gästen, für uns selber auch. Die ganze Bedienung ist eine andere wie auf dem Motorschiff. Es gibt andere, das Teamwork ist viel größer, die Zusammenarbeit als auf dem Motorschiff. Das muss alles gut funktionieren und das ist schon ein bisschen immer eine neue Freude. Im Maschinenraum müssen seit 1968 keine Kohlen mehr geschaufelt werden. Leichtöl sorgt für den Antrieb der 450 PS starken Maschine. Eine regelmäßige Schiffsverbindung zwischen Interlaken und Brienz gab es schon ab 1839. Immer mit im Kurs der Gießbach, wo einst die schönen Schifferinnen mit ihren Ruderbooten anlegten. Und von oben eilt auch schon die Aufstiegshilfe hinab zur Schifflände. Seit 1879 werden die Passagiere von der ältesten Standseilbahn Europas, die heute noch in Betrieb ist, empfangen. Damit bei der Gießbachbahn alles in Bewegung bleibt, darum kümmert sich auch Roland Casagrande. Sein Nachname verrät es. Sein Großvater war einer der italienischen Bauarbeiter bei der Rothornbahn. Eine Weltneuheit erdachte und erbaute hier der Schweizer Bergbahnpionier Roman Abt, die Abtsche Weiche. Über diese können die beiden Wagen in der Mitte einander ausweichen. Den Gießbach überspannt eine 190 Meter lange Stahlbrücke. Und nach gerade mal 4 Minuten Fahrzeit taucht es wie aus dem Nichts auf. Das Grand Hotel Gießbach. Grand Hotel und Standseilbahn wirken wie aus der Zeit gefallen. Ein kulturhistorisch wertvolles Ensemble im digitalen Zeitalter. Also gebaut wurde die Bahn vom See zum Hotel, die Gäste hochzufahren. Vorher wurden sie getragen oder sie kamen zu Fuß ins Hotel. Dann wurde die Bahn gebaut und dass sie immer noch so im Schuss ist, braucht es sehr viel Idealismus und Liebe zu dieser Bahn. Man muss sie pflegen und hüten wie ein Kind. Und auch das Grand Hotel konnte nur durch Mut und Idealismus erhalten werden. Beinahe hätte es Anfang der 1980er Jahre einem kolossalen Betonbau weichen müssen. In der Belle Etage eröffnet sich das prachtvolle Interieur aus einer glanzvollen Hotelära, die hier 1875 ihren Anfang nahm. Gastlichkeit prägt von Anfang an den Geist dieses Hauses. Und die pflegt auch Marc von Weißenfluh, der heutige Hoteldirektor. Dieses Wohlgefühl wäre beinahe mit der Schließung des Hauses verloren gegangen. Doch der Schweizer Umweltschützer Franz Weber hatte 1983 die rettende Idee. Die Schweizer schenken sich ein Hotel an bester Lage.
Und ich meine, wo haben wir vertikales, horizontales Wasser? Eine Standseilbahn und so ein Hotel hier in der Schweiz, ist das wirklich auch ein Unikat? Und die Schweizer haben dann rund 8000 Menschen haben hier gezahlt, also haben gespendet, haben noch viele mehr haben Möbel geschenkt, um das Haus einzurichten. Und ab 1984 ist der Giesbach dann wieder zu einem wirklichen Grand Hotel geworden. Und aus diesem Grund dürfen wir heute auch uns hier aufhalten. Und beim Blick aus der Kearley Suite wird es vollends spürbar. Dies ist nicht nur eine Hotelanlage, sondern ein Gemütszustand. Ganz im Stil der Belle Époque geht es nun im Salon Rouge bei der Brienz-Rothornbahn mit Volldampf auf die Bergstrecke. Bei dieser Fahrt steht der Genuss an erster Stelle. Sowohl der Genuss der Dampftraktion mit Lok 5 aus dem Jahr 1891, als auch der leibliche. Die Fahrgäste können sich auf ein 11-gängiges Menü freuen. Solch ein kapriziöses Vergnügen hatten die Erbauer der Strecke, Alexander Lindner und Theodor Bertschinger, sicherlich noch nicht im Sinn. Ein Gläschen Blanc de Noir im Planalp-Fluttunnel. Und, Achtung, es passiert wieder. Brienz liegt der Bahn zu Füßen. Auch Krisenjahre hat die Brienz-Rothornbahn mit ihrem historischen Rollmaterial überlebt. Sogar die Idee, sie durch eine Seilbahn zu ersetzen. Dann gäbe es heute keine Erbsen-Minze-Suppe, kein Fiori di Limone oder Blutorangen-Espuma, serviert bei 250 Promille Steigung. Also was wichtig ist ein gutes Schuhwerk, damit man nicht rutscht. Und dann arbeitet man viel mit den Beinen, also ein Beintraining am Abend muss ich dann nicht mehr haben. Je höher es geht, desto nebliger wird es. Und das Wetter ist nun deutlich spürbar. Es ist eine wunderbare Fahrt. Für mich ist es so mystisch mit diesen Wolken. Nicht immer die Sonne. Die Sonne muss nicht immer scheinen, um etwas sehr genießen zu können. Auch dem Verein Dampffreunde Brienz-Rothornbahn ist es zu verdanken, dass durch Spendengelder dieses eisenbahntechnische Kulturgut auch heute noch erfahrbar ist. Den Betrieb auf der höchsten dampfbetriebenen Zahnradbahn in der Schweiz am Laufen zu halten, stellt eine tägliche Herausforderung dar. Bei jedem Wetter. Bei frostigen Temperaturen fährt der Salon Rouge in die Endstation ein. Hier heißt es, bitte aussteigen. Oder lieber doch nicht. Ja gut, also das Wetter, es gibt schönes Wetter und für uns ist das interessante Wetter. Wenn das schöne Wetter ist Postkarte, haben alle Freude. Aber wenn man da immer hoch und runter geht, ist natürlich das interessante Wetter, so wie heute, schon fast besser mit den Wolken und mit dem vielleicht sogar mal ein bisschen Regen oder Schnee am Morgen. Die Brienz-Rothornbahn. Natur und Technik mit allen Sinnen erleben. Wer seinen eigenen Geist mit einer Maschine auf einer Strecke hochbringen will, also das, schöner kann man es nicht haben.